Guten Tag, Leute. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen, und zwar war das, glaube ich, von tutorialcraft.de, in dem er ein Redstone-Roulette vorgestellt hat. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich habe mir überlegt, dass man das eventuell noch verbessern könnte. Ich werde das hier wahrscheinlich auch als Videoantwort auf dieses Video posten, wenn das möglich ist. Und das ist es. Ist jetzt noch nicht ganz geladen, aber es ist deutlich kompakter. Also an den lieben tutorialcraft.de, falls du das hier siehst, deinen Status als den Erbauer des größten Redstone-Roulettes der Welt, diesen Titel, kannst du beibehalten. Da oben ist jetzt das ein wenig gefailt. Das, woran genau das liegt, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt gerade hier auf dem Server. Wie auch immer. Ich würde vorschlagen, dass ich das erstmal kurz demonstriere und dann eine kurze Zusammenfassung gebe, wie es funktioniert. Also bis gleich. Gut, da bin ich wieder. Ich habe hinten schnell den Bug gefixt. Es lag jetzt letztendlich nur daran, dass etwas nicht gescheit geupdatet hat, seit ich den Server neu gestartet habe. Und ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Start. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Also etwa 10 bis 20 Sekunden. Es könnte gleich anfangen zu laggen, denn die ganze Anlage ist ziemlich ressourcenfressend. Na? Passiert auch noch was? Ah ja, jetzt hat sich gerade irgendwas getan. Nee, ich guck gerade nochmal nach, woran das liegt. So, und da bin ich wieder. Ich habe den Fehler gefunden. Es liegt hier am Zufallsgenerator. Der ist nämlich beim Erstellen dieser Fläche hier unten zu Zwecken der besseren Präsentation, habe ich hier unten aus Versehen eine Fackel weggeschlagen, die dafür sorgt, dass ja, die Reset-Line dauerhaft aktiviert ist, was nicht besonders hilfreich ist, wenn man versucht, Zufallszahlen zu generieren. Ich werde das schnell reparieren und dann sehen wir uns gleich wieder oben auf der Tribüne. Gut, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hoffentlich alle Fehler behoben und bin leicht angenervt, weil das jetzt der dritte Durchlauf ist und immer irgendwas schiefgelaufen ist. Ich drücke nochmal auf Start und hoffe das Beste. Sprich, dass er jetzt eine gescheite Zahl auswählt und sich danach nicht mehr umentscheidet. Okay, 29, oder? Ja. Scheint sich auf 29 festgelegt zu haben. Ja, die liegt zwischen 21 und 30, also geht dieses Feld hier auch noch hoch und ist schwarz, deswegen leuchtet es da hinten. Ja, ist schwarz. Ja, das ist die grundlegende Funktionsweise des Tisches und ich bin gleich wieder hier mit der Funktionsweise. So, als erstes erkläre ich kurz den Zufallsgenerator, aber vorher mache ich mal kurz Tag, denn das nervt ein bisschen. Also über diesen Holzkabelkanal in Anführungsstrichen kommt hier das Signal vom Startknopf lang. Und wird hier oben an diese Linie weitergegeben, die nach der Reihe alle diese Dispenser aktiviert. Die haben jeweils vier Dreck und vier Pfeile drin. Wenn der Pfeil ausgeschossen wird, landet er hier, wird der Dreck ausgeworfen, rutscht er hier lang, triggert die Druckplatte und landet in der Lava. Ja, dieses System habe ich übrigens auch von tutorialcraft.de. Also hier nochmal vielen Dank. Die Druckplatte löst hier unten
dieses Knowledge aus, das schaltet um, insofern eben ein Dreckklotz vorbeigeschwommen ist und gibt das Signal hier weiter. Ich habe das jetzt abgetrennt, damit es nicht den Tisch jetzt umschaltet, weil das würde ein bisschen laggen und das wäre mir nicht zurecht. Ich starte den mal. Man sieht Pfeil, 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 Pfeil und hier ist Dreck rausgekommen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass spätestens seit der 131 dieses Zufallsprinzip nicht mehr richtig funktioniert, weil die Dispenser meiner Meinung nach irgendwie nicht mehr zufällig ausgeben. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, ist nur so ein Gefühl. So, in diesem Fall. Ah, okay. Ja, das erklärt einiges. Vorhin hatte ich nämlich eine Aufnahme, ich weiß nicht, ob die jetzt hier im Video mit drin ist. Da hat er sich im Nachhinein nochmal umentschieden. Das könnte daran liegen, dass leider dadurch, dass ich hier eben auf einem kleinen privaten Server die Welt habe, dass die Dispenser zweimal abfeuern. Einmal, wenn das Signal angeht und einmal, wenn es wieder ausgeht. Was leider ein bisschen blöd ist. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich vorhin von der 28 nochmal zur 29 umentschieden. Wie auch immer, falls ihr eine bessere Idee für einen Zufallsgenerator habt, der Einsen und Nullen ausgibt, könnt ihr diese gerne da lassen. Ja, das war's soweit zum Zufallsgenerator und ich komme gleich mal zum Decoder. So, dies ist der Anfang des Decoders. Ich habe jetzt zu Demonstrationszwecken mal oben die schwarze Wolle weggemacht, damit man einfach besser drankommt. Dieses Muster hier übrigens ist mal ganz nebenbei erwähnt, nur eine Hilfestellung für mich selbst gewesen. Das ist praktisch das Binäre-Muster für hier ist 0, 1, 2, 3 etc. Einfach, ja, damit ich mich jedes Mal neu überlegen muss. Ist ja an sich nicht weiter kompliziert. Also hier kommt das Signal, das jetzt leider abgetrennt ist, noch von dem vorherigen Teil. Kommt das Signal vom Zufallsgenerator und wird hier weitergegeben, sprich die 2 und die 4, also die binäre zweite Stelle und die vierte. Das wäre logischerweise 8 gemeinsam, also wenn ich, ja. Logischerweise 2, also die zweite Stelle plus 8, die vierte Stelle. Diese Kombination findet sich hier. Und daher ist, warum auch immer, hier an. Bitte wie? Ah, okay. Ich habe gefailt. Denn ich habe genau die falsche. Sekunde, was rede ich da eigentlich gerade? Ach, der ist auch noch an. Okay, das erklärt einiges. Gut, dann müsste die Kombination hier sein. Genau. Hier. An, an, aus, an. Beziehungsweise an, aus, an, an eigentlich. Wäre hier diese Zahl. Lasst mich kurz rechnen. Müsste 26 sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich hoffe es einfach mal. Das Signal geht jetzt hier weiter. Wenn ich hier mal aufmache. Hier durch dieses riesige Warp. Hilfe, jetzt laggt's gerade ein bisschen arg. So, geht wieder. Und landet letztendlich hier bei der. Ja, ich hatte recht, 26. Die wird eben ausgefahren. Genau. Ich mache hier gerade wieder zu. Nicht da. Genau. So, hier bei
Seite 26 geht jetzt allerdings das Ganze durch diese Klötze hier via Repeater und hier unter dem schwarzen und hier hinten unter dem weißen ist jeweils eine Fackel, die angeschaltet wird, weil hier kein Signal mehr langkommt. So, das weiße und das schwarze Kabel, die sind für diese Statussymbole hier. Sprich, das schwarze ist wie das rote für diese Farblampen praktisch. Und ja, weiß, hellgrau und grau sind entweder 1 bis 10, 11 bis 20 oder 21 bis 30. An sich ist das genau das gleiche System wie das von tutorialcraft.de. Der hauptsächliche Unterschied liegt eben darin, dass der Decoder, der sich ja bei tutorialcraft über unglaublich riesige Felder erstreckt hat, hier deutlich kompakter ist. Ja, ich könnte jetzt hier noch kurz zeigen, wo das. Also hier dieses der weiße Strang, den ich gerade gezeigt habe, der geht hier in einen schwarzen über und ja, bis zum anderen Ende des Tisches, wo er dann hier die 11 bis, nein, was rede ich, die 21 bis 30 aktiviert. Ups, Hilfe. Na? Geht doch. Ja, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Wer sich über das Fail-Feld wundert, das ist nichts weiter als die Ka Vergabe von dem 32. Kanal. Ich habe ja logischerweise 5-Bit-Binär, sprich 0 bis 31. 0 ist da oben, dann 1 bis 30 hier und die 31 hatte ich nicht vergeben. Und damit nichts passiert, habe ich einfach noch ein Feld da unten hingebracht. Hingebracht, ja. Wie auch immer. Ja, einfach damit es aufgeht. Nur damit sich keiner wundert. Und ja, wenn ich jetzt auf Start drücke und nicht vorhin aus Versehen irgendwas kaputt gemacht habe, dann sollte er sich eine neue Zahl aussuchen. Wow. Und zwar bleibt es bei der 12. Nein, 15. Ja, wie gesagt, das liegt jetzt vermutlich daran, dass die Dispenser zweimal auslösen. Mich würde aber doch interessieren, wieso jetzt die 11 bis 20 nicht hochgeht. Wobei mittlerweile wundert mich gar nichts mehr, weil in dieser Aufnahme habe ich schon so viele Fails erlebt, dass wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendwo beim Testen hat eigentlich alles wunderbar funktioniert. Ich kann gerade noch mal gucken, ob ich den Fehler spontan finde. Also hier die hellgraue. Ah, okay, hier liegt der Fehler. Och, das ist ja alles abgeklemmt. Das kommt davon, wenn man zu viel mit World Edit spielt. Ja. Na, will er trotzdem nicht? Ist noch irgendwo was? Also, das würde mich jetzt doch mal interessieren, wieso? Ah ja, hier ist noch eins abgeklemmt. Gut, es hat geleckt, das sagt mir, die Pistons drüben sind ausgefahren. Und es leckt gleich nochmal, warum auch immer. Na, ach. Ja, es hat funktioniert. Also an sich funktioniert der Tisch einwandfrei. Ein paar Fails sind jetzt halt dabei gewesen. Kann ich nichts ändern. Ich könnte zwar nochmal aufnehmen, aber ehrlich gesagt, fehlt mir dazu jetzt die Geduld, weil das ist schon der dritte Versuch und ich bin langsam am wahnsinnig werden. Die Welt werde ich
wenn ich dran denke, zum Download bereitstellen. Ja. Link wäre dann in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Falls ich es vergesse, dürft ihr mich natürlich gerne darauf hinweisen. Ja. Tutorialcraft.de sagte, er hätte 2 Wochen gebraucht. Das hier habe ich geschafft, an einem Tag zu bauen. Ein Tag. Ja. Ein ziemlich langer Tag. Ja. Viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja die Map downloaden. Wenn nicht, dann lasst es einfach sein. Und ja, das war's. Ciao.